Meine Damen und Herren, nach einer langen Wartezeit von der Ligapause geht es jetzt wieder in die Vorbereitung mit einem ganz großen Knüller. Juventus Turin testet gegen Real Madrid. Die Königlichen in den blauen Trikots von rechts nach links, Juve in den standardisierten schwarz-weißen Trikots. Eigentlich die Aufstellungen selber haben sich nicht groß geändert und hier hat Cuadrado gerade einen Energieanfall mit Dribbeln ohne Ende. Bentancur, viel Platz im Mittelfeld. Da interveniert Casemiro. Der Freistoß bekommt allerdings hier noch Juve zugeschrieben. Ein überhartes Einsteigen von Casemiro. Deshalb pfeift der koreanische Schiedsrichter Hoi Min Son. Sie denken wahrscheinlich an den Premier League Fußballer. Nein, es ist der Freistoß durch die Ballack! Dybala, sechste Minute, was für ein Knaller! Der sitzt aber wie Lionel Messis. Eieiei, nicht zu halten für El Giraffe. Thibaut Courtois guckt ins Leere. Mashallah, war der schön. Ein Traumtor, ein Gedicht, eine Zuckerschnute. Neuer Spielstand, 1 zu 0 für das Heimteam. Aber sowas von. Ich stehe zwar, aber es hat mich wortwörtlich aus dem Stuhl geschlagen. Klasse Beginn von Juve. Eigentlich noch kein richtiger Angriff vonstatten gegangen und dann führen sie schon. Wie reagieren die Königlichen in Blau? Casemiro, vorhin verantwortlich gewesen für dieses Foul. McKennie, Cuadrado genießt viele Freiheiten rechts unten. Der Ball in die Spitze kommt allerdings nicht an. Das Stadion übrigens heute ausverkauft. Knapp 40.000 sind mit dabei. Eine Covid-Beschränkungen, wie vorhin noch aktuell war. Oh, klasse Ballgewinn von Paulo Dybala. Gefällt mir sehr gut. Bis jetzt super Dribbling, super Hackentrick. Nächste ganz starke Parade. Oder die erste, besser gesagt, von Thibaut Courtois. Hat er ja bisher eigentlich noch gar nichts zeigen können, bis auf diese Parade. Da braucht es ihn. Und Juve lässt nicht los. Rabiot. Oh, schon wieder die Dybala interveniert. Aber kommt nicht zum Abschluss. Vinicius. Luka Modric. Vorbei an Rabiot. Das Foul nicht antizipiert. Da haben wir Mondi, Linksverteidiger, jetzt im Zentrum anzutreffen. Der Schuss, das 1 zu 1! Was für ein Tor, was für eine Antwort! Staubtrocken dieser Abschluss von Marco Asensio, dem Spanier. Ganz stark gemacht, mit links abgeschlossen, außerhalb des 16ers meinte ich noch, aber das war gerade mal eine dicke, fette Antwort. Nicht etwa von Karim Benzema, dem man das Tor wahrscheinlich am ehesten zugetraut hätte. Wir haben eine Umfrage gestartet. Das sagten sage und schreibe 89% der Userinnen und User, dass sie ein erstes Tor von Karim Benzema erwarten. Aber das war nicht so. Auf der Strafraumkante ballert hier wortwörtlich Asensio den Ausgleichstreffer herein. Super Beginn. Also generell, die Partie ist klasse. Unterhaltsam, nicht langweilig. Neuer Spielstand 1 zu 1. Und es geht gleich weiter. Cuadrado. Über rechts am Strafraumrand. Am Rumdribbeln. Courtois geht auf Nummer sicher. Morata bekommt den Einwurf. Sieht noch Alexandro. Kenny. Oh, mit dem Fehlpass. Und Reals Befreiungsschlag vorerst, der nur Entlastung bringt. Noch einmal McKennie. Cuadrado. Oh, gefährliche Aktion. Das war, glaube ich, von Vlahovic, wenn es mir recht war. Nein, nein, war nicht Vlahovic, war Chiesa. Oder?
Bin mir nicht mal sicher. Scheißegal, sei es drum. War, glaube ich, wirklich Chiesa, der den Abschluss hier gemacht hat. Der Italiener in der italienischen Nationalmannschaft zuletzt eher wenig zum Einsatz gekommen, da mehr die B11, da die WM-Qualifikation hier nicht so geklappt hat und der Nations League-Modus nicht so interessant ist für das Team von Mancini. Luka Modric. Toni Kroos mit Energieanfall hat viel Platz im Zentrum. Oh, was macht der Vogel denn? Möchte einen super Flick machen, aber stattdessen gibt es einen Flick auf die andere Seite. Die Flanke auf den Kopf vom Morata kommt leider nicht an. Real mit heißem Spiel. Gleich ist die Partie zu Ende in Halbzeit 1. Eine Minute der Nachspielzeit, die soeben zu Ende ist. Wir sehen uns gleich in Halbzeit 2. Zurück auf dem Spielfeld, auf dem Platz, wie auch immer. Die beiden Teams sind auch wieder frisch und bereit. Keine Wechsel vorhanden, deshalb unverändert. Starten wir mit einem Fehlpass, der bei Real Toni Kroos verursacht hat. Insgesamt kann man sagen, Juventus Turin hat mehr vom Spiel, definitiv. Mehr Abschlüsse, mehr gefährliche Aktionen, vor allem im Strafraum. Real hatte, soweit ich es im Kopf habe, nur eine richtige Aktion. Und das war der super Ausgleichstreffer von Marco Asensio. Und deshalb spricht vieles für Juve, wenig für Real. Und sie kommen schon wieder, die alte Dame kommt allerdings nicht durch. Und bleibt aber trotzdem sehr hartnäckig. Erobert sich den Ball. Rabiot. Chiesa. Schlenzer, was für ein Tor! Ist das zu fassen? Ich werd verrückt. Was ist denn das für ein Schlenzer gewesen? Sah nicht so aus, als ob das wirklich so gewollt war. Aber was war das denn für ein Ausreißer? Federico Chiesa, packt er diese Hammerkiste raus? Es gibt nur gute Tore heute. Das sah doch aus wie eine Flanke, eine Art. Irgendwie ganz komisch, aus meiner Sicht. Aber was war das denn? Chiesa genießt viele Freiheiten und dann steht Thibaut Courtois wortwörtlich im Schilf. Wo steht denn der? Den müsste er zumindest parieren können, denn für mich sah da nicht ganz unhaltbar aus. Juve führt wieder. 2 zu 1 nach 53 gespielten Minuten und Real kommt gleich wieder. Achtung! Real! Benzema! Oh, Glanzparade von Wojciech Szczęsny! Da! Und dann drüber! Uiuiui. Viel Glück für die alte Dame, dass sie hier nicht kalt geduscht werden. Denn Real kennt sich mit kalt duschen aus. Und dabei meine ich nicht den Salat waschen in der Sommerzeit. Uff, knappe Kiste. Aber sie haben ja noch Szczęsny im Tor, der allerdings immer noch einen super Job macht mit Ü30. Gut, mit alten Torhütern kennt sich Juve bestens aus. Siehe Gianluigi Buffon. Und da ist der nächste Schuss von Federico Chiesa. Zusammen mit Paulo Dybala ist Federico Chiesa ein wortwörtlicher Schlüsselspieler in diesem Juve-Spiel. Courtois. Oh. McKennie fängt den ab. Real kann aber trotzdem davon profitieren. Es ist ein Zweikampfgedränge. Mondi. Mondi dribbelt, verliert aber den Ball gegen Matthijs de Ligt, der aber auch ihn wieder verliert. Matthijs de Ligt wird übrigens wahrscheinlich gehandelt, dass er zu den Bayern wechseln könnte, aber das steht noch in den Sternen. Oh, aber jetzt müssen wir uns nur konzentrieren.
Das Foulspiel von Bonucci an der Strafraumkante gibt einen gefährlichen Freistoß. Die gelbe Karte übrigens noch. Heung-min Son zückt diese tatsächlich gegen den Kapitän. Klares Foulspiel, gestrecktes Bein, eine klare gelbe Karte und die Chance von Luka Modric, den Ball zumindest wahrscheinlich, so wie er steht, in den Strafraum zu bringen. Nein, er schießt direkt. Hui. Nicht ungefährlich und nicht von schlechten Eltern. Aber ohne Erfolg. 70 Minuten sind übrigens bereits gespielt. Doch bleibt die Antwort von Real trotzdem aus. Aber hier haben wir mal wieder eine Aktion von Juve. Rabiot war links. Bekommt den Einwurf. Benzema, Kontermöglichkeit, vielleicht für Real. Das können sie. Das ist ihr Spezialgebiet. Das ist Vinicius. Kommt nicht durch bei Cuadrado. Ganz cool, wie das Juve spielt. Arthur. Cuadrado. Oh, da ein bisschen Missverständnisse. Real kann sich diesen wieder erarbeiten, den Ball. Benzema. Benzema. Benzema, ui! Vinicius. Ganz knappe Kiste. Da musste zwar Wojciech Szczęsny nicht eingreifen im Tor, aber das hätte noch ins Auge gehen können. Viel Zeit bleibt ja nicht mehr für die Königlichen. Mal schauen. Rabiot, oh, spielt nach hinten. Feuer im Spiel. Real wird wahrscheinlich jetzt alles nach vorne werfen. Oh, was für ein Solo von Cuadrado. McKennie läuft noch unten. Wird auch angespielt. McKennie, vielleicht die Flanke. So ist es, Morata. Leider kein Erfolg. Bonucci ist aber noch da. Bonucci! Bonucci! Uiuiui. Der Verteidiger im Der Innenverteidiger, so muss ich sagen, mit einem Abschluss. Da spielt sogar Juve eher offensiv. Interessant, gibt Eckball übrigens für Italiener. Courtois freut sich, freuen dürfte er sich aber nicht, dass das Spiel nur noch 2 Minuten geht. Inklusive natürlich auch noch exklusive Nachspielzeit. Aber Real hat noch einmal einen entscheidenden Konter. Varane. Benzema. Benzema gegen Wojciech Szczęsny. Das gibt's ja nicht. Benzema verschießt so einen Ball in 98,957% nicht. Und das war jetzt genauso ein Moment. Da haben ihm seine Sackhaare wirklich gekratzt. Deshalb kam es nicht zu diesem Tor. Schade. Kann man nur sagen, schade. Alexandro. 4 Minuten Nachspielzeit. Zwei sind schon rum übrigens. Juve mit dem Matchball. Bonucci. Arthur. Oh, Rabiot kommt nicht richtig dran. Und dann ist diese Partie aus. Juve gewinnt gegen Real Madrid 2:1. Und wenn euch diese Partie gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da bei den Alpinetics und schaut beim nächsten Mal wieder bei tollen Partien oder anderen Gameplays vorbei. In dem Sinn, ciao!